Dann zeigen wir den Leuten. Ja, hallo zusammen. Wir zeigen euch jetzt mal, wie wir. Ohne Kopfhörer. Genau, ohne Kopf. Wir haben nämlich herausgefunden, es kommt gar keine Musik daraus. Na? Wir sind Sammy und Ben. So intelligent sind wir. Millionär. Was ist das Spiel des Tages? Wollen wir das mal anschauen? Ob das auch ja, okay. Ein Trutt ist? Ein Trutt? Wir schauen mal, ob das ein Trutt ist. Ja, Trutt. Ordnen Sie der CDU, der CSU, der SPD und den Grünen Ihre prominenten Vertreterinnen zu. Okay, tschüss. CDU ist, glaube ich, Schröder. Ich weiß gar nichts. Komm, nimm am Anfang einfach Schröder und dann kannst okay. du durchklicken. Ich wundere, ob das stimmt. Durchklicken? Sag ich einfach mal, was ja, haben CSU, SPD und Grünen? Dann sag ich, dann ist die... Die Rot. Dann ist die Rot bei den Grünen. Ja. Okay, cool, dann klickt die CSU, alles. Das klingt so nach der hier. So. Wir sind intelligent. So intelligent. Was gehört zum Schulbedarf? Borstenranzen, Fellstifte, Schuppenbuch oder Federmäppchen. Okay, tschüss, ich gehe. Ich nehme das Geld und gehe nach Hause. Ich würde sagen, das Federmäppchen. Ich starte nach der Zeit. Er schaut nach der Zeit. Borstenranzen, Fellstifte, Schuppenbuch, Federmäppchen. Oder war der Borstenranzen der mit dem Kuhfell? Nee. Ich sage Federmäppchen. Was sind das? Ein Mäppchen, wo du die Feder reintust zum Schreiben. Was für eine Feder? Ja, das war vom Frühjahr. Ja, eben! Ja, nehmen wir es trotzdem, oder? Wenn es ja, falsch ist, geht es wieder von vorne genau. los. Gut. Hör einfach auf mich! Ja, hab ich ja. Wie wird die erste Fußball-Bundesliga als höchste deutsche Spielklasse gerne bezeichnet? Saarbrück, Oberhaus, Gelsenkirch, Bremerhaven. Na gut, gibt nur eines. Also, ich hätte jetzt Königsklasse gesagt, aber müsste ja dann das Oberhaus sein, oder? Weil ja. sonst, was soll der Rest dann... Soll der Hollywood-Star Nolte verschwinden, sagt man. Wirbel, Säule, Steißbein, Brust, Korb, Genick. Ich glaube, ich weiß. Genick. Ja, der heißt Nick Nolte, oder? Ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, der heißt Nick. Genick, ja, das macht gar keinen Sinn. Was soll schon mal einen Castortransport aufhalten? Einen Castortransport aufhalten. Kinderklunker, Damenohrring, Menschenkette, Rentnerbrosche. Rentnerbrosche! Was ist ein Castortransport? Castor, das sind die das Überbreite transportieren. Wenn so ein Space Shuttle oder so. Und dann kommen die und sagen da... Castortransport, sie glauben auch die Atommüll transportieren. Das ist, glaube ich, Castortransport. Okay, das macht Sinn dann, Sinn. Ja. Logisch, Entschuldigung, ich bin... Und sonst hätte ich gesagt, ja, dann kommen die und sagen da CO2 entstehen da rum, dass er nicht mehr weiterkommt. Was wird in Deutschland von einem Expertenteam mit Sitz in Bochum betrieben? Gewitterkomitee, Wirbelsturmspitze, Unwetterzentrale, Tiefdruckverband. Okay, das müsste ja dann die Unwetterzentrale sein. Ja. Was gehört zur Standardausrüstung eines Mähdreschers? Fahrer. Roomtopf, Bierkessel, Schnapsfass, Korntank. Schnapsfass, dass er schön gerade ausfährt. Ist das ein Korntank? Hat er so einen Tank, wo das Zeug, das er mäht, gut aufsammeln tut? Ja, genau. Okay, gut. Was sonst? Mein Bierkessel irgendwas zu tun hat. Ja, mit dem, das einzige mit dem Verwirrende irgendwas. Für Leute, die Ahnung von Alkohol haben, wäre ja Korn. Das ist so ein Schnaps. Ach so, das ist. Alle vier Dinge haben was mit Alkohol zu tun. Jetzt sehe ich das erste. Okay. Der Rumtopf, der Bierkessel, der Schnapsfass und der Korntank. Ja. Und da du keine Ahnung von Alkohol hast, ist es sehr einfach. Es ist einfach, genau. Was wird Schätzungen zufolge von über 250.000 US-Amerikanern gesprochen? Texas-Türkisch, Florida-Finnisch, Pennsylvania-Deutsch, Hawaii-Flämisch. Ich muss einfach bei allen, muss ich mir zusammenreißen, nicht zu stark zu lachen, weil alles lustig klingt.
Was? Also ich glaube, Texas-Türkisch glaube ich nicht. Nicht in Texas. Da wirst du verschossen, wenn du nur ein... Weißt du, was ist, das Fiese? Das ist in Amerika, oder? Und die Amerikaner sagen dann, okay, die reden so, aber die sagen ja, das ist auch nicht auf Deutsch. Also es ist, die Deutschen haben Begriff dafür, wie die das heißt, was die in Amerika da sprechen. Das ist ja doppelt schwer für uns Schweizer. Ja. Das ist doch... shit! Ja, genau. Also ich hab eine Präferenz, was ich nehmen würde. Was hast du für eine Präferenz? Hawaii-Flämisch. Ja, dann nimm ab. Ich weiß aber leider nicht mal, was Flämisch ist. Das ist eine nordische Sprache, Flämisch. Nehmen wir mal... Das ist mir wurscht, ich habe keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Keine Ahnung. Sagen wir mal... Ich sag Pennsylvania. Deutsch! Können wir 50-50 nehmen? Das ist eine deutsche Sendung. Also Florida-Finnisch passt mir Antworten. Gar nicht. Hä? Florida-Finnisch passt mir gar nicht. Nee, das finde ich doof. Kannst du schon mal 50-50. Texas-Türkisch könnte ja dann eigentlich auch doof sein. Ich finde einfach ein Türke in Texas oder? Eine schräge Vorstellung. Okay, nehmen wir 50-50. Ja, nimm mal 50-50. Pennsylvania. Das ist nicht mehr so komisch. Habt ihr das gesehen? Ich habe schon wieder recht mit so meinem Pennsylvania Deutsch. Jetzt sage ich Texas-Türkisch. Nee. Wieso soll das da Deutsch, Pennsylvania-Deutsch sein? Weil es eine deutsche Sendung ist für deutsches Volk. Da muss eine deutsche Antwort hin. Sonst. Okay, du sagst, was wir tun. Wir gehen rechts. Ja, rechts ist leer. Nein, ich bin für Pennsylvania Deutsch. Also du willst es nehmen? Ja. Na gut, dann nehmen wir es. Ich bin für Texas Türkisch. Okay. Gut. Ich bin intelligent. Was ist das? Ich meine, ist ja beides Käse, oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich so scheiß und mal gehört in einem Doku. Das ist bei mir eben das Schräge, du hast das Gefühl, das tönt logisch, aber du hast keine Ahnung, warum. Okay, ja, aber dann ist schon das richtige Gefühl, wenn es logisch ist. Das ist irgendwie so, aber naja, also Texas und Türkei passt bei mir nicht zusammen. Der im Oktober 2012 verstorbene Helmut Haller war einst vor Ort, als die Titanic unterging, das Wembley-Tor fiel, Wilhelm der Zweite gekrönt wurde. Jesus zur Welt kam. Okay, also ich glaube, den schließe ich mal aus. Ah, das ist schon ein bisschen älter. Titanic ist 1904, oder? 1912, glaube ich. Ja, irgendwo frühes 19. Jahrhundert. Ja gut, wenn der dann 100 war. Er war nicht 100. Kennst du den? Nee, aber der Helmut Haller. Nee. Wieso weißt du denn das denn? Dann war er vielleicht eines der Säuglinge, der irgendwie ein Jahr, zwei Jahre alt war, der auf dem Schiff oder so. Ach so. Weißt du, Wilhelm II., was ist denn das? Ist das nicht... Nee, ich bin vor Ort? Also war da... Wimbledon. War er da? Das war... Was ist denn das? Das ist beim Fußball. Hat da Deutschland gegen England gespielt. Da hat einer an die Latte geschossen. Der ging hinunter, wieder hinauf an die Latte und hinaus. Und der Schiri hat, glaube ich, gesagt, Tor. Und das war, glaube ich, kein Tor. Oder umgekehrt. Wie auch immer, Riesenstreit. Okay, und ist das Wembley-Tor? Wembley-Tor? Das war eine WM oder so. War okay. Das. Und was ist dann so besonders daran, wenn der da einst mal bei dem vor Ort war das? Weil das halt berühmt. Hat man das hat man doch dann auf einmal, das hat man am Fernseher gesehen, oder? Ja, das war in den 60er. Also das ist zu früh, das muss älter sein. Jesus. Ja, wieso? Das ist ein 50-50-Joker nicht mehr, scheiße. Ja, dann nimm doch die Titanic. Ich sag die Titanic. Dann nimm doch die Titanic. Ich bin nicht sicher genug, ja, das ist auch niemals sicher genug. Wann wurde denn Wilhelm II. Ich rufe jemanden an.
keine Ahnung, 1400. Nee, Wilhelm II., nee, das war der, ich glaube, der letzte vor dem, der wurde, glaube erschossen vor dem Ersten Weltkrieg. Wegen dem gab es, glaube den Ersten Weltkrieg. Weil der verschossen wurde, oder ein Kollege von ihm, oder so, keine Ahnung. Gab es den Ersten Weltkrieg nicht, weil da irgendeiner in Österreich? Ja, Österreich, Deutschland war zusammen. Nee, aber irgendwo, irgendeiner der Weltkriege begann ja. Ein Ungarner hat einen König erschossen in Österreich, ja. Auch weiß ich, ob das Wilhelm II. War. Ich glaube nicht. Oder ob Wilhelm II. Danach kam und dann den Ersten Weltkrieg führte. Aber da war um diese Zeit, war er. Also A ist halt episch. Aber ich würde den Telefonjoker nehmen. Dann nimm den Telefonjoker. Ich sag Wilhelm II. Die richtige Antwort ist garantiert B. Habe ich ja gesagt. Ah, weißt du was? Vielleicht hat der geschossen oder der war der Schiedsrichter. Das, dann ist das irgendwie sowas. Der war nicht da. Ich habe jetzt gedacht, der war im Publikum. Der war daran irgendwie beteiligt. Fußballspiel. Ja. Also ich meine, ich hätte jetzt sowieso B genommen, also jetzt nicht da zuerst gegoogelt. Wen kennt man auch unter der Bezeichnung Silberlöwe? Was sind das für Fragen hier? Puma, Leopard, Gepard oder Jaguar? Der Leopard und Gepard, die sind die sind braun. Der Jaguar ist, glaube ich, schwarz. Bergpuma ist auch braun. Der Puma ist schwarz, oder? Der ist doch sowas von schwarz, nicht? Bin ich jetzt beim Falschen? War das bei, ach, das war bei, was war das bei Mowgli? Der war grau. Der war schwarz. Das war das? Das ein Jaguar. Was, ein Jaguar? Das ist sicher der Jaguar. Aber ich weiß nicht, hat das was mit den Farben zu tun? Keine Ahnung. Gepard ist ja der Schnelle. Der Leopard ist der, der auf Bäume klettert. Der Puma, der jagt in das hat eben der Berglöwe, so mehr Bergregion ist so groß und der Jaguar ist der Schwarze. Ich würde auf den Schwarzen tendieren. So. Weil Silberlöwe, es könnte, wenn das Licht richtig reinschimmert oder wenn der ein gewisses Alter hat und vielleicht leicht graue Pigmente, so wie der Silberrücken bei den Gorillas. Der hat auch so ein Silberrücken, das Menschen. Ach so, also du gehst über die Farbe, rein über die Farbe. Ja, alles andere hätte ich ja keine Ahnung. Also, ich habe den Ausdruck noch nie gehört. Ja, Joker. Ja. Welchen? Ich würde sagen, Publikum. Ja, gut, ich auch. Ah, Puma. Okay. Wieso auch immer. Wo? Wollen wir was lernen heute? Nö, ist schon spät zum Lernen. Soll ich nachschauen? Jetzt wollen sie alle wissen. Komm. Ja, sie sind zu Hause schon längst dran. Die wissen es schon. Bevor du drankommst, sie wissen es schon. Gib ein bisschen Gas, sie sind schneller. Silberlöwe, Berglöwe oder Kugar. Und wieso? Weil einer gedacht hat, ha! Der wird auch so genannt, ja schön. Ist das wirklich? Das ist ja fast ein Luchs. Er ist nicht so groß, aber sehr, okay, sehr stark. Oh Gott, ja, ich versuch's mal mit Guillaume Joseph Marie von Nassau, heiratete im Oktober 2012 der Thronfolger von Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, Monaco. Das ist eine Frage für ihn, so People-Zeugs. Ach so, das ist... ja. Heiratete der Thron. Mit. Okay, also das ist sie, das ist die Marie, oder wie? Marie. Ja. Okay. Keine Ahnung, also... Ich würde Monaco sein. Von Nassau. Nassau? Scheiße, kann ja alles sein. Nein, Liechtenstein würde ich nicht sagen. Aber da müssen wir ja schon wieder so. Ja, Belgien lacht mich an, weil halt Französisch und so. Luxemburg. Und das, ja,
Nehmen wir einen Joker? Ja, ja, komm, ich nehme den Joker. Das weiß einer. Nicht ganz sicher, aber vermutlich ist die Antwort B richtig, Luxemburg. Ja, dann nehmen wir es. Oh, okay. Gut, wir wären nicht abschlagen gekommen, wenn du nicht... Es kommt die ganze Zeit so, jetzt kommt schon wieder so nicht. Hast du eine Einstellung Scheiß gemacht? Scheiß Politik-Sache. Peter Altmaier leitete das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Windkraftenergie, Landwirtschaft, Reaktorsicherheit, Bergbau. Landwirtschaft. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, dann nehmen wir es. Was würde ich in echt machen? In echt, ich würde aufgeben. Das klingt zwar am besten, aber ich würde gehen. 16.000. Landwirtschaft. Ja, ja. Hui, Reaktorsicherheit, das hätte ich ganz am Schluss genommen. Ja, ja. Oh, das ist ja schon nicht. Was ist denn da? Sind die Deutschen alle radioaktiv verstrahlt? Oder was ist denn? Nein, es hat einfach nicht gepasst. Reaktorsicherheit. Hä? Ja. Haben Sie so viele AKWs? Weißt du was, ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis. Komm, okay, komm. Ich nehme jetzt hier mal, was gibt's alles? Fußball! Fußball, Literatur, Biologie, Medizin, Musik, Sport, Sprache, Wortspiele, Sport. Fernsehen. Nein, Fernsehen wäre zwar auch. Ja, TV-Serien, Fernsehfilme und alles aus der Flimmerkiste. Ja, dann leg los!